verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen des Frobenius-Instituts und der Frobenius-Gesellschaft möchte ich Sie heute Abend hier ganz herzlich begrüßen. Es freut mich sehr, dass uns das Forschungskolleg Humanwissenschaften zum zweiten Mal es ermöglicht, diese schönen Räumlichkeiten hier in Bad Homburg für unseren jährlichen Empfang anlässlich der inzwischen 74. Frankfurter Buchmesse, ich habe nachgeschaut, 1949 war die erste, nutzen zu können. Bei diesem Anlass, wissen Sie, verleihen wir jedes Jahr den Forschungsförderungspreis, der dank der Unterstützung der Frobenius-Gesellschaft, heute hier dankenswerterweise vertreten durch Herrn Jürgen Eckert, in Höhe von 3.000 Euro für eine herausragende Dissertation in unserem Fach Sozial- und Kulturanthropologie oder Ethnologie, wie immer Sie es nennen möchten, übergeben werden kann. Wie Sie gleich hören werden, passt diese musikalische Eröffnung durch einen Tuareg perfekt zur heutigen Preisverleihung, denn auch die Arbeit, welche von der Kommission des Frobenius-Instituts für den Forschungsförderungspreis ausgewählt wurde, behandelt eine Gruppe der Tuareg. Auch wenn dies nach einer sehr gekonnten Planung des heutigen Abends aussieht, ist es doch schierer Zufall, denn die Auswahl des Musikers erfolgte zeitlich vor der Entscheidung über die Dissertation. Aber wie schön, dass es sich gefügt hat. Wie in der Vergangenheit haben wir auch dieses Jahr wieder viele hervorragende Vorschläge für die Kommission bekommen, und zwar aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Und wie immer hat sich die Kommission wirklich viel Mühe gemacht, alle eingereichten Dissertationen sorgfältig zu prüfen. Am Ende fiel die Entscheidung dann aber doch sehr eindeutig auf eine Arbeit, die uns vor allem dadurch überzeugt hat, dass sie wirklich auf einer sehr langen und gut reflektierten ethnografischen Forschung basiert, handwerklich ausgezeichnet gemacht ist und, wie es ein Gutachter ausdrückte, die Ergebnisse, Zitat, klar formuliert und angenehm jargonfrei präsentiert. Ich freue mich daher sehr, den diesjährigen Frobenius Forschungsförderungspreis im Namen der Frobenius Gesellschaft an Frau Dr. Des Valerie Nuhr von der Universität Bayreuth für ihre Dissertation zu überreichen, die den Titel trägt Handwerkliche Arbeit als soziale Praxis, eine ethnologische Studie über die handwerklichen Praktiken der endogamen Handwerkergruppe der Inadan Tuareg des Ahir in Niger. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Valerie Nuhr hat ihre Arbeit im November 2020 bei der Bayreuth International Graduate School of African Studies eingereicht. Die eingesetzte Prüfungskommission hat die Arbeit mit der Höchstnote summa cum laude bewertet, und die gleiche Höchstnote wurde der Autorin auch für ihre Disputation am 31. Mai 2021 gegeben. Die Arbeit, umfasst 314 Seiten, besteht aus 9 Kapiteln und wird sehr schön durch insgesamt 84 Abbildungen illustriert. Im Mittelpunkt der Dissertation stehen die Inadan, ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen werden, das werden Sie jetzt gleich noch besser sagen, eine endogame Handwerkergruppe, die zu den weitläufig als Tuareg bekannten Bewohnern der Sahara gehören und eine Berbersprache sprechen, von der wir, glaube ich, gerade auch ein Beispiel bekommen haben. Die Tuareg-Forschung hat sich in der Vergangenheit relativ wenig mit diesen Inadan befasst, sodass diese Arbeit eine Forschungslücke zu den Handwerkern bei den Tuareg schließt.
Entgegen einem verbreiteten Trend, leider verbreiteten Trend in unserem Fach, nämlich immer kürzere Forschungsaufenthalte zu absolvieren, basiert diese Arbeit erfreulicherweise auf einer Forschung von insgesamt 20 Monaten an verschiedenen Orten im Ayer-Gebirge sowie in der Hauptstadt Niamey. Die Inadan sind sehr mobil und entsprechend mobil gestaltete sich auch die Forschung von Valerie Nur. Sie folgte dabei den verwandtschaftlichen Beziehungen, welche die Inadan über hunderte von Kilometern, so wie ich es gelesen habe, miteinander verbinden. Sie selbst charakterisiert dies folgendermaßen, ich zitiere aus ihrer Arbeit: Durch die mobile Forschung konnte ich viele verschiedene Arbeiten und Spezialisierungen beobachten. Ich konnte aber auch die Herstellung eines Dings durch verschiedene Handwerkerinnen und Handwerker mitverfolgen. Unterschiede, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten in den Techniken, Formen und dem Umgang mit den Dingen feststellen. Ich erfuhr von den besonderen Herausforderungen an den verschiedenen Orten. Zitat Ende. Inhaltlich hat der Kommission besonders gefallen, dass die Verfasserin den Fokus ihrer Arbeit nicht auf das scheinbar Exotische bei den Inadan legt. So gibt es schon, wie sie selbst schreibt, lange Arbeiten über Handwerk in Afrika und im Vordergrund stand meist die Idee, dass Schmiede als Magier mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet sind und dass sie eine soziale Sonderstellung haben, weil ihnen wohl von den anderen ein sehr niedriger Status zugeschrieben wird, ähnlich wohl wie bei den unteren Kasten in Indien, mit denen ich vertraut bin. Im Unterschied dazu behandelt Valerie Nur in ihrer Dissertation vor allem jene Themen, die die Menschen selbst beschäftigen. Etwas, was ich auch Studierenden immer sage, was eigentlich der Kern unseres Faches ist. Also vor allem in ihrem Fall das Familienleben, dass die Inadan mit dem schönen Satz "Wir leben wie Nudeln in einem Topf" umschreiben, sowie die handwerklichen Praktiken, die das ganze Familienleben durchdringen. Handwerkliche Praktiken, so Valerie Nur, beschränken sich nicht nur auf einen Arbeitsplatz oder eine bestimmte Arbeitszeit. Das Soziale ist, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht vom Technischen trennbar. Eine Besonderheit ihrer Forschung besteht deshalb darin, dass sie die Arbeit der Frauen, vor allem die Lederarbeit, genauso wie betrachtet wie das Handwerk der Männer. In früheren Studien zum Handwerk, auch in meiner eigenen, wurden meist Regeln und Strukturen, also eher das Unveränderliche, in den Vordergrund gestellt. Diese Arbeit zeigt hingegen, dass sich die Handwerker, aber auch die von ihnen hergestellten Dinge, so einer dauerhaften Beständigkeit irgendwie doch entziehen. Es gibt schon Stabilität, aber wenn ich es richtig verstanden habe, keinen Stillstand. Handwerker wechseln im Laufe ihres Lebens ihre Spezialisierung. Auch ändert sich sehr schnell, wer im Handwerk tätig ist und wer nicht. Und außerdem nehmen unterschiedliche Individuen auf verschiedene Weise am Handwerk teil. Alles erscheint in Bewegung. Dennoch, so argumentiert die Verfasserin aus Sicht der Kommission sehr überzeugend, hilft die Einbeziehung in die Familienpraktiken auch, dieser Unbeständigkeit doch entgegenzuwirken. Das Neue an sich, das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen, stellt für die Inadan nicht einen Wert dar, wohl aber sich selbst und seiner Tradition treu zu bleiben. Eine bestimmte Stabilität kommt auch daher, so die Autorin, dass zum Beispiel Touristen und Händler immer wieder die gleichen Dinge von den Tuareg wollen, weil sie diese Produkte mit deren Kultur, mit dem Tuareg-Sein assoziieren. Die Kommission würdigte auch den Beitrag, den diese Arbeit zur Migrationsforschung leistet. Die Arbeitsmigranten erscheinen hier nicht als arbeitslose Tagelöhner, die verzweifelt umherreisen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Im Gegenteil, sie zeigt auf, wie die mobilen Männer der Inadan mit ihren Fähigkeiten überall arbeiten können und auf den Reisen auch ihre Fähigkeiten erweitern.
Ein besonderes Verdienst dieser Dissertation besteht also aus Sicht der Kommission darin, dass sie die Menschen in den Blickpunkt der Betrachtung nimmt, nicht nur deren materielle Kultur. Gleichzeitig erweitert sie aber auch den üblichen ethnologischen Blick auf die materielle Kultur, denn Valerie Moore befasst sich nicht nur mit diesen fertigen Dingen. So beschreibt sie etwa, wie die Tuareg ihr eigenes Werkzeug herstellen. Eine besonders schöne Passage finde ich über die Bricolage im Sinne von Lévi-Strauss. Oder vorhandene Werkzeuge umformen. Ihre Perspektive ist also auf das Prozesshafte gerichtet. Auch dieser Ansatz hilft ihr, Bewegung und Veränderung innerhalb von stabilen Zusammenhängen zu erkennen. Denn auch, man sieht schon, es ist immer so das Spiel mit beiden Seiten, denn auch wenn bestimmte Dinge unveränderlich erscheinen, so sind sie es natürlich nicht, da sie altern und vergehen, verrotten, kaputt gehen. Andererseits, so die Verfasserin, tragen die ihnen dann durch ihre handwerkliche Arbeit auch zur Neu- oder Wiederherstellung von Produkten bei, sodass die Dinge letztlich doch irgendwie unveränderlich bleiben. Also, ja. Durch solche Beobachtungen und Überlegungen gelingt es ihr, Antworten auf eine ihrer zentralen Fragestellungen zu finden. Was ist der Sinn im Schaffungsprozess? Dazu wählt sie einen praxistheoretischen Ansatz, der es ihr ermöglicht, menschliche Erfahrungen zu erfassen. Und sie verwendet Wengers Konzept der Community of Practice, um handwerkliche Arbeit als Praxis und Erfahrung einer Gruppe zu erfassen. Sie geht sogar noch darüber hinaus, indem sie aufzeigt, wie die Inner dann über das Handwerk auch mit anderen Gruppen verbunden sind. Arbeit. So die Verfasserin, wahrscheinlich ganz im Sinne auch ihres Doktorvaters Gerd Spittler, ist nicht nur schlicht die Produktion von Dingen, sondern dient der Schaffung von sozialen Beziehungen. Eine Gutachterin der Kommission würdigt diesen sozial- und kulturanthropologischen Ansatz in dem Werk von Valerie Moore mit den folgenden Worten. Ich zitiere mal. Valerie Moore evoziert schöne Bilder und macht klar, dass sie wirklich gute Feldforschung und detaillierte Beobachtungen gemacht hat. Diese detaillierten Beobachtungen, die die Einbettung des Handwerks in größere soziale Zusammenhänge zeigen, ermöglichen, gerade weil sie so dicht sind, einen interkulturellen Vergleich. So lernen wir zum Beispiel von Valerie Moore, dass Gegenstände, die später zu Marktpreisen verkauft werden, für die Handwerker einen besonderen Wert haben, der über den Marktpreis oder Marktwert hinausgeht. Der Grund ergibt sich aus der Ethnographie. Sie haben ideellen Wert, weil sie eben nicht nur ihren zukünftigen Nutzen für die Käufer und Käuferinnen repräsentieren, sondern die komplexen Beziehungen, Fertigungsprozesse und Lebensumstände, in denen sie entstehen. Dies ist nur ein Beispiel solcher Beschreibungen und Interpretationen, mit denen Moore interessante Anknüpfungspunkte schafft. Zum Beispiel für die Diskussion zum Thema Wert und Wertschöpfung. Zitat Ende. Wie viele andere Ethnologinnen und Ethnologen sah sich Valerie Moore bei ihrer Forschung mit einer besonderen, wahrscheinlich vielen, aber einer besonderen Herausforderung konfrontiert. Wie gelingt es uns Forschenden, das Selbstverständliche zu erfassen, das, was den Menschen, in ihrem Fall den Handwerkerinnen und Handwerkern, selbst gar nicht mehr auffällt. So schreibt sie beispielsweise, ich zitiere, verkörperlichtes, implizites Wissen lässt sich nicht sehen, nicht abfragen und schon gar nicht explizit niederschreiben. Zitat Ende. Aus Sicht der Kommission gelingt es der Verfasserin auf beeindruckende Weise, diese Herausforderung zu meistern, indem sie drei Methoden anwendet, die für Gerd Spittler zur dichten Teilhabe gehören. Erstens hat sie zugesehen und beobachtet, was von den Handwerkern selbst erlernt werden muss. Und sie hat auch bei scheinbar belanglosen Dingen zugehört. Zweitens hat sie die Handwerker mit ihren eigenen Praktiken konfrontiert
und ihnen Einsichten entlockt, nennen sie das auch, etwa in Gesprächen, aber auch mit Hilfe von Videoaufnahmen. Und drittens hat sie durch Teilnahme eigene Erfahrungen mit der handwerklichen Praxis gemacht. Zu den Quellen der Arbeit gehören somit neben umfangreichen Feldnotizen auch tausende Fotos, aber auch einzelne Videos und Tonaufnahmen von Gesprächen. Ein Mitglied der Kommission würdigte diese besondere ethnografische Leistung mit den folgenden Worten, ich zitiere, sowie seine ethnografische Ausrichtung als eine Stärke des Textes erscheint, so überzeugt der Versuch, die eigenen Schlussfolgerungen immer wieder auf konkrete Feldforschungserfahrungen zurückzuführen und dabei eigene Beobachtungen, Äußerungen der Gewährsleute und die Erfahrung am eigenen Leib miteinander zu kombinieren. Dabei ist besonders die Selbstreflexivität und Offenheit zu begrüßen, mit der die Rahmenbedingungen der Feldforschung, die, das steht hier nicht, sehr schwierig waren, nehme ich auf, ausgeführt werden. Bei der Lektüre entsteht immer wieder der Eindruck einer erfreulichen Nähe zwischen der Forscherin und ihren Gewährsleuten. Zitat Ende. Abschließend möchte ich den Beitrag dieser Dissertation zu einem Bereich würdigen, der in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund des Fachinteresses gerückt ist, mit dem ich mich selbst sehr verbunden fühle, die Verwandtschaftsethnologie. Die Ausführungen der Verfasserin zur Endogamie der Tuareg zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass eine Verbindung zwischen Heirats- und Alltagspraxis hergestellt wird. Einerseits behandelt Valerie Nur die Endogamie so im klassisch verwandtschaftlichen Sinne, also als Innenheirat, beziehungsweise als Heiratspraxis, die Tuareg selbst mit den Worten »Wir heiraten wie ein Zopf« umschreiben. So praktizieren die Tuareg die Heirat mit klassifikatorischen Kreuzcousinen und Kreuzcousins, mit denen Scherzbeziehungen bestehen und unterscheiden sie deutlich von der Beziehung zu klassifikatorischen Schwestern, wenn ich es richtig verstanden habe, typische Muster, die wir auch aus anderen Teilen der Welt kennen. Andererseits geht die Verfasserin aber über diese begrenzte Definition von Endogamie hinaus und zeigt auf, dass Endogamie auch eine Alltagserfahrung ist. So werden die handwerklichen Praktiken in der Familie reproduziert. Man wächst sozusagen mit großer Selbstverständlichkeit im und mit dem Handwerk auf. Die Mobilität der Inadan, ihre Reisen, verhindern laut der Verfasserin diese Endogamie nicht. Sie stärken vielmehr die Community of Practice. So stellt sie fest, dass die Bindung an die endogame Gruppe über das Dorf hinaus existiert. Dies konnte sie wiederum nur durch ihre lange, aber vor allen Dingen auch durch ihre mobile Forschung erkennen. Was uns allen vielleicht noch einmal deutlich macht, wie wichtig langfristige Feldforschungen sind. Ich möchte diese Laudatio nun mit einigen Danksagungen ganz kurz beenden. Zum einen an die Mitglieder der Kommission, von denen einige hier sind und die sich sehr viel Mühe gegeben haben, eine ganze Reihe von Dissertationen zu lesen und in einer sehr konstruktiven Auswahlsitzung zu würdigen. Zum anderen an Herrn Kollegen Gerd Spittler, dessen Lebenswerk diese Arbeit mitgeprägt hat und der so freundlich war, sie für den Forschungsförderungspreis vorzuschlagen. Und schließlich an Frau Valerie Nur, die unser Wissen über die sozialen und kulturellen Entwürfe der Menschheit mit dieser wunderbaren Arbeit erweitert hat. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Also sehr geehrter Herr Professor Hardenberg, sehr verehrte Mitglieder der Frobenius-Gesellschaft, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Frobenius-Instituts, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich freue mich, dass ich außerdem Herr Professor Gerd Spittler begrüßen kann, der meine Doktorarbeit betreuen konnte. Und ich freue mich auch, dass mein Mann mit unserer jüngsten Tochter mich begleitet. Die sind jetzt gerade draußen. Ich glaube, sie schläft schon. Und das
Ich freue mich außerordentlich, heute mit Ihnen den Empfang des Frobenius-Forschungsförderungspreises zu feiern. Die Verleihung des wichtigsten Preises für ethnologische Dissertationen im deutschsprachigen Raum ist für mich eine sehr große Ehre. Vielen Dank, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Herr Hardenberg hat Ihnen schon einen Einblick in meine Forschung gegeben. Vielen Dank für die wundervolle Laudatio. Nun freue ich mich, dass auch ich Ihnen, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen meine Forschung und meine Dissertation vorzustellen. In meiner Doktorarbeit untersuche ich also die handwerkliche Arbeit der Inadan im Norden Nigers als eine soziale Praxis. Die Inadan bilden eine endogame Handwerkergruppe bei den Tuareg, wobei sowohl die Männer als auch die Frauen im Handwerk aktiv sein können. Ich befasse mich also mit den handwerklichen Praktiken als körperliche, taktile und materielle Praktiken, die einen bestimmten geschulten Blick und Griff in die Dingwelt beinhalten. Das Handwerk ist darüber hinaus aber mit sozialen Beziehungen verbunden, beim Arbeiten, beim Lernen und bei den Inadan immer mit der Familie. Die Inadan identifizieren sich selbst in essentialistischer Weise mit dem Handwerk. Während tatsächlich nicht alle das Handwerk ausüben, ist die Herstellung von Kamelsätteln, das Nähen von ledernen Taschen, das Schmieden von Silberschmuck, Schwertern, Äxten und Hacken für diejenigen, die handwerklich tätig sind, untrennbar mit der Familie verbunden. Da nicht nur die Frauen, sondern auch viele Männer zu Hause arbeiten, wachsen die Kinder inmitten der Werkzeuge, Materialien und Gesprächen über die Arbeit, den Gerüchen von Farben und Kleber und den Hammerschlägen Eisen auf Eisen auf. Dieses Foto von einer Handwerkerfamilie in Agadez veranschaulicht das sehr gut. Das Mädchen in der Mitte, im Bild, das in der Mitte des Bildes sitzt zwischen ihrem Vater, ihrem Großvater, einem Onkel und ihrer Großmutter, die alle mit verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt sind. Bei der Untersuchung der Inadan den Fokus auf die handwerkliche Arbeit zu legen, war dabei gar nicht selbstverständlich. In bisherigen Studien stand das Außergewöhnliche dieser Gruppe im Fokus, und zwar die ihnen zugeschriebenen übernatürlichen Kräfte, wie auch Herr Professor Hardenberg gerade schon erwähnte. So untersuchte Susan Rasmussen, eine sehr wichtige Ethnologin, die über die Inadan geschrieben hat, eben die Rolle der Inadan als Go-Betweens, als Trickster, als Magier. Die Inadan seien verachtet und hätten eine niedrige soziale Stellung, da sie unter anderem bei Candelario Science und Edmund Bernays. Und so redeten auch manche Tuareg, die nicht der Gruppe der Inadan-Handwerker angehörten. Sie hätten anderes Blut und wären daher zu einer strengen Endogamie gezwungen, erklärten sie schnell. Das ist ein Othering, etwas, das andere über die Inadan erzählen. Um ihre Sicht einzunehmen und zu verstehen, habe ich mich dem Thema induktiv genähert. In den vielen Monaten, die ich mit den Inadan-Handwerkerinnen und Handwerkern verbrachte, ging es jedenfalls nie um Feuergeister und Magie. Im Alltag drehte sich alles um das Handwerk und die Familie. Und so stellte ich Fragen nach dem Umgang der Inadan mit den Dingen, den Werkzeugen und den Materialien, der durch ihre praktischen Fertigkeiten angeleitet ist und auf langjährigen Erfahrungen beruht. Wie sich handwerkliches Können zeigt und erforschen lässt, hat mich sehr lange beschäftigt. Und ich frage nach dem Sinn, der dem materiellen Schaffen zugrunde liegt. In meiner Dissertation beschreibe ich sehr ausführlich die Wege meiner insgesamt 20 Monate langen Feldforschung zwischen den Jahren 2011 und 2015. Aufgrund der unsicheren politischen Lage und der Gefahr einer Entführung ließ sich keine stationäre Forschung planen. Und das war eigentlich der Grund für meine mobile und auch spontane mobile Forschung. Von der Hauptstadt Niamey aus fuhr ich in den Norden nach Agadez und dann weiter in das Zaire-Gebirge nach Timian, Tasselot, Abarakan, Tarasa und auf den Mont Baksan. Ich wohnte meistens bei Handwerkerfamilien und verbrachte immer die Tage mit ihnen. Selbst an den Tagen, an denen ich eine Pause brauchte, mal aus dem Dorf rauskommen wollte, begleitete ich wieder Handwerkerinnen, die tagsüber ihre Ziegen auf die umliegenden Weiden führte und abends wieder in das Dorf zurückkamen.
Ich fuhr über Sender Maradi zurück nach Niamey, wo ich wieder Verwandte von Handwerkern aus Tinja traf. Genau, und ein Handwerker aus Niamey vermittelte mich an seine Familie, die in Gadabeshi lebt, und von dieser Familie traf ich einige Männer Monate später wieder in Agadez, als sie dort zu Besuch waren bei Verwandten, bei denen auch ich wohnte, und so hat sich der Kreis geschlossen. Letztendlich, trotz dieser vielen Reisen, konnte ich dennoch mehrere Monate in Timia, Agadez und Niamey verbringen, und in meiner Dissertation beziehe ich mich auch am meisten auf Handwerker an diesen Orten. Ich kündigte meine Reisen nie lange im Voraus an, brach manchmal spontan auf und reiste kurz entschlossen ab. Und das hatte eben zur Folge, dass ich an sehr vielen verschiedenen Orten, in sehr vielen verschiedenen Werkstätten Handwerkerinnen und Handwerkern bei der Arbeit zusah. Was habe ich aus dieser Fülle an unterschiedlichen Praktiken, Spezialisierungen, Werkzeugen und Materialien, die ich beobachten konnte, gemacht? Ich vergleiche in meiner Dissertation nicht einfach die handwerklichen Techniken an den verschiedenen Orten, sondern ich hebe den Blick über die einzelnen Werkstätten und gehe den verwandtschaftlichen Verbindungen nach. Genau. Ich hangelte mich also den Verwandtschaftsbeziehungen, die ich von der Handwerkerin und Handwerker, die ich in Niamey kennengelernt hatte, entlang in das Ahrirgebirge hinein, und dadurch erhielt ich einen besonderen Einblick. Ich schaue auf die Praktiken, auf die Hände der Handwerker und Handwerkerinnen sehr genau und gehe dann aber über den Moment des technischen Vorgangs hinaus und frage nach den Zusammenhängen. Hätte ich zum Beispiel lediglich beschrieben, wie die Inadan Pfeilen hauen, das heißt im Deutschen tatsächlich Pfeilen hauen, ich habe mehrere Leute gefragt, ja, hätte man zwar die Technik des Pfeilenhauens erfahren, mehr aber nicht, man hätte sie dann nachbauen können. Aber sobald man anfängt, Fragen zu stellen, warum haute dieser Handwerker an diesem Tag eine Feile, warum hatte er eigentlich keine Feile in seinem Werkzeugkasten und warum hat er sie nicht einfach auf dem Markt gekauft und überhaupt, wo hat er das gelernt, wird deutlich, wie bedeutungslos solche rein technischen Beschreibungen bleiben. Ich bin also diesen Fragen nachgegangen und stieß dabei immer wieder auf die Familie. Bei diesen Fotos handelt es sich um alte Familienfotos, die ich abfotografieren durfte. Diese Fotos zeigen Familienmitglieder, die bei dem Handwerker in der Mitte, der eben diese Pfeile haut, bei ihm gelernt haben, mit ihm gemeinsam gearbeitet haben oder einfach in der Werkstatt aufgewachsen sind und immer dabei waren. Durch meine mobile Forschung stellte ich einerseits fest, dass die Inadan durch die endogame Heiratspraxis in ein sehr dichtes Verwandtschaftsnetz eingebunden sind, das sich über das ganze Land erstreckt. Andererseits wurde dabei immer wieder deutlich, wie eng das alltägliche Familienleben mit dem Handwerk verknüpft war. Genau. Und zwar über Generationen hinweg und bei Reisen, Besuchen und Heiraten waren immer verbunden mit einem Austausch handwerklicher Praktiken, Wissen und Werkzeuge. Und mir war es daher wichtig, in meiner Dissertation diese familiären Bezüge nicht von den Praktiken getrennt, in getrennten Kapiteln zu behandeln, sondern immer das Technische mit der Familie zusammen zu beschreiben und zu erklären. Genau. Und wenn ich mich zum Beginn meiner Forschung nur auf die handwerklich tätigen Inadan konzentrieren wollte, stellte sich im Laufe der Forschung heraus, dass ich ihn die ganze Familie betrachten musste, um Zusammenhänge zu verstehen. Ich möchte nun auf meine Methode eingehen, weil mich mein induktives phänomenologisches Vorantasten schließlich zur Praxistheorie führte. Ich führe in meiner Dissertation mit einem Schlüsselmoment meiner Forschung ein. Ich zitiere, nach dem Abendessen schürte Mohammed ein kleines Lagerfeuer an. Holz war kostbar, aber es war Dezember und schnell kalt geworden, nachdem die Sonne untergegangen war. Mit seinen Frauen und Kindern saßen wir eng zusammengerückt in einem Kreis vor dem Unterstand seiner Werkstatt.
Als der erste Ast schwarz verkohlt war, zog er ihn aus dem Feuer und steckte ihn tief in den Sand, zog ihn noch einmal heraus, die Flammen waren erstickt, dann schob er ihn hinter sich in den Sand unter die Esser. Er wiederholte diesen Vorgang noch einige Male, dann ließ er seinen ältesten Sohn das Feuer löschen und wir gingen früh zu Bett. Auf diesem Bild, das ist jetzt nicht Mohammed und seine Familie, ich hatte an diesem Abend kein Foto gemacht, aber ich habe, um die Szene zu veranschaulichen, genau dieses Foto von einer anderen Familie gewählt. Also so kann man sich das vorstellen. Mohammed entzündete das Lagerfeuer nach dem Abendessen, um sich und seine Familie zu wärmen und den Tag bei einem grünen Tee ausklingen zu lassen. Er nutzte das Feuer außerdem, um Holzkohle für den nächsten Tag herzustellen. Mohammed nimmt die Welt durch sein Können als Handwerker wahr. Selbst nach getaner Arbeit vor dem Schlafengehen lässt er das Holz nicht einfach verbrennen. Die verkohlten Äste sind wertvoller Brennstoff für den nächsten Arbeitstag. Dass die Herstellung der Holzkohle so nebenbei vorm Schlafengehen erfolgte, konnte ich nur miterleben und erfahren, weil ich die teilnehmende Beobachtung als dichte Teilnahme, wie Gerd Spittler sie beschreibt, ernst genommen habe. Ich teilte mit den Handwerkerfamilien nicht nur den Alltag, sondern, da ich bei ihnen wohnte, auch die Nächte. Und nur aus diesem Grund war ich nach dem Abendessen überhaupt noch bei Mohammeds Familie. Mir wurde an diesem Abend bewusst, wie sehr Maurice Merleau-Ponty und auch Christina Grasseni recht hatten, wenn sie schreiben, dass unser Wissen und unser Können bestimmen, wie wir unsere Welt wahrnehmen und uns in ihr bewegen. Natürlich lässt man das Feuer nicht einfach verbrennen, was für eine Verschwendung. Das ist ganz selbstverständlich für die Inadan-Handwerker. Handwerkliches Können besteht also nicht lediglich aus Werkzeugen und Techniken, sondern ist eine bestimmte geschulte Wahrnehmung von der Welt, die sich dann natürlich auch nicht auf eine Arbeitszeit und einen Arbeitsplatz begrenzt und über die meist gar nicht gesprochen wird. Diese emischen Selbstverständlichkeiten im Umgang mit den Dingen wollte ich erfassen. Ich wollte verstehen, wie die Inadan die Welt sehen, die Dinge greifen und begreifen und welche Möglichkeiten sie durch ihr handwerkliches Können erkennen. Ich wollte also eine neue Sinnwelt betreten. Und dafür musste ich mich taktil mit meinen eigenen Händen herantasten. Ich half mit, nahm das Leder in die Hand, färbte und ölte es und nähte Lederteile zusammen. Diese Erfahrung half mir, viele feine, aber entscheidende Momente in der handwerklichen Arbeit überhaupt erst zu sehen, wie ich an folgendem Beispiel verdeutlichen möchte. In dem Kapitel mit der Arbeit unter dem Arm beschreibe ich, wie eine Handwerkerin eine Werkbank abtastet. Sie kam zu ihrer Mutter, um an diesem Tag bei ihr zu arbeiten und hatte ihre eigene Werkbank nicht mitgenommen und lieh sich die ihrer Cousine aus. Als sie die Werkbank überreicht bekommt, fuhr sie mit ihrer flachen Hand mehrmals über den Bankrücken. Ein Außenstehender hätte das vermutlich als eine bedeutungslose Geste abgetan oder gar nicht erst bemerkt. Nur weil ich durch meine eigene Erfahrung aber wusste, wie wichtig eine ebene Arbeitsfläche für das Glätten von Leder ist, erkannte ich, dass diese Handwerkerin in diesem Moment nicht einfach über die Oberfläche strich, sondern sie abtastete, um sie kennenzulernen. Hier auf dem Bild ist der Ausschnitt einer Werkbank zu sehen und man kann hier am Rand erkennen diese Furchen, also das sind wirklich tiefe Furchen, die sich über die Jahre da hineinarbeiten in die hölzernen Werkbänke. Also zum einen sah ich durch mein phänomenologisches Vorgehen erst, was in den Händen der Handwerkerin vor sich ging und konnte auch dann erst relevante Fragen stellen. Zum anderen erfuhr ich auf diese Weise, wie grundlegend Routinen für das Handwerk sind. Genau, dieses Foto hat die Tochter der Handwerkerin aufgenommen, mit der ich hier zusammenarbeite und bei der ich auch in Niamey sehr viel Zeit verbracht habe. Ich fasste also die Werkzeuge und Materialien an, machte nach und bemerkte, wie schwerfällig sich meine Hände bei Arbeiten anfühlten, die ich zum ersten Mal ausführte und die bei den Handwerkerinnen aber so einfach aussahen. Und dann erlebte ich, wie meine Finger mit etwas Übung geschickter wurden und sich an die neuen Bewegungsabläufe gewöhnten. Ich erfuhr am eigenen Leib, dass handwerkliches Können nicht aus einmaligen Handlungen besteht. Praktische Fertigkeiten sind Routinen,
die sich über viele Wiederholungen in den Körper einschleifen und die François Sigaud so treffend als vergessenes Wissen bezeichnet. Ich finde diesen Ausdruck einfach ja, genial, denn weil man eben dieses Können erst dann beherrscht, wenn man sich ihm nicht mehr bewusst ist, wenn man es vergessen hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Arbeiten automatisch ablaufen. Ich spürte nun mit meinen eigenen Händen, dass Routinen die sinnliche Wahrnehmung schulen, das Fühlen einer Oberfläche von Materialien, das Ertasten der Qualität eines Leders oder einer Schnur. Diese Erkenntnis machte mir ganz deutlich, dass ich handwerkliches Können nur mit einem praxistheoretischen Ansatz fassen konnte. Praktiken sind routinierte Fertigkeiten, wie Bongard schreibt, die eine Konzentration auf das Geschehen ermöglichen und keinem festen Ablauf folgen. Theodor Schatzky versteht Praktiken als ein Bündel an Aktivitäten und Trevor Marchant beschreibt Handwerk als Problemlösung. Mit Schatzky und Marchant zusammen verstehe ich handwerkliche Praktiken als ein dickes Bündel an Erfahrungen aus vielen hunderten Einzelprojekten. Mit jedem neuen Projekt wird das Bündel dichter und vielfältiger, erfahren die Handwerkerinnen und Handwerker neue Probleme, neue Möglichkeiten, auf die sie beim nächsten Mal schon gefasst sind. Ich ging diesen Bündeln handwerklicher Praktiken nach und bedachte dabei aber auch die Dinge. Sie sind in die Praktiken nicht nur eingebunden, sondern stehen bei den Handwerkern ja sogar im Fokus, da sie hergestellt werden. Aber das handwerkliche Schaffen lässt sich eben nicht allein an diesen Dingen festmachen. In detaillierten Beschreibungen untersuche ich, in welcher Weise der Arbeitsplatz, wie zum Beispiel hier einer auf dem Bild zu sehen ist, genauso wie das Repertoire an Werkzeugen bei der Arbeit entstehen und verändert werden. So zeige ich, dass die spärlich wirkenden Werkzeugkisten der Inadan kein Zeichen von Mangel sind, wie man zunächst annehmen könnte. Vielmehr verbirgt sich dahinter die Kompetenz, sich die passenden Werkzeuge jederzeit selbst herstellen zu können. Und darauf gründet außerdem eine Selbstgewissheit und ein Stolz, den ich bei den Inadan immer wieder feststellen konnte. Eine zentrale Erkenntnis meiner Arbeit ist allerdings, dass handwerkliche Praktiken eben nicht nur technische Vorgänge sind und das Lösen materieller Probleme. So wie sich das Handwerk nicht vom Familienleben lösen lässt, sind die scheinbar belanglosen Ereignisse in der Werkstatt, die nicht unmittelbar zum Herstellungsprozess selbst beitragen, Teil der handwerklichen Praktiken. Und das wurde mir deutlich vor Augen geführt, als mir Unes Ilias, der Sohn eines Schmiedes, diese Zeichnung zeigte, die er viele Jahre, lange bevor ich selbst nach Timia kam, von der Werkstatt seines Vaters angefertigt hatte. Also das habe ich nicht in Auftrag gegeben. Hier an der Seite steht auch Mercredi, Event im Mars, 2007. Also damals hatte er das gezeichnet und hat mir das gezeigt. Und genau, in der Zeichnung sind viele Werkzeuge zu erkennen, auch verschiedene Ambosse, die Esse und der Blasebalg, sowie angefangene und fertige Äxte, daneben der Teil eines Kamelsattels. Auf dem Bild erscheinen die Dinge und Menschen in Aktion. Sein Vater Ilias in der Mitte des Bildes schnitzt einen Axtstiel. Die Späne, man sieht, wie die Späne sich vom Holz abschälen und sie liegen herum. Und schräg hinter ihm sitzt sein Onkel, wie Unes mir erklärte, der auch einen Axtstiel in der Hand hält. Und hinter dem Blasebalg sitzt ein junger Mann, der raucht und die Arme verschränkt hat. Das ergibt Sinn, denn auf dem Bild werden keine Schmiedearbeiten ausgeführt und es wäre gar nicht nötig, den Blasebalg in diesem Moment zu betätigen. Die Männer schnitzen auf der Esse, köchelt der Grüntee hier unten, der Blasebalg ragt hier in die Esse. Genau, und neben der Esse, ganz links im Bild, kaum zu erkennen, sitzt noch eine Person, das war Unes Bruder. Neben ihm steht ein Tablett mit dem Teegeschirr, eine Kalebasse mit einem Schopflöffel, vermutlich der Hirsebrei, sowie eine weitere Schüssel. Nach den vielen Wochen, die ich in dieser Werkstatt verbrachte, weiß ich, dass sich in dieser Schüssel
Wasser zum Trinken und Zubereiten des Tees befindet. Auch hängte Ilias seine Jacke wie auf diesem Bild auch Jahre später noch stets an diesem einen Haken hinter sich an der Wand auf. Ich erkannte also die Dinge, die Menschen und ihre Praktiken sofort wieder. Und genau, ich erkannte Ilias, der den Axtgriff schnitzte und den rauchenden Homo. Und Al-Hadi war während meiner Forschung nicht da, er war in Algerien, kam einmal für ein paar Tage kurz nach Timia. Und genau, als ich die Forschung machte, dann war Unes derjenige, der da den Tee gekocht hat. Und ich sehe ihn wieder. Und dann fielen mir die Zeichnungen von Werkstätten ein, die Ethnologinnen und Ethnologen bisher angefertigt hatten. Sie zeichneten die Materialien und Werkzeuge, die Dinge, die unmittelbar für den Herstellungsprozess relevant erscheinen. Manchmal wurden auch Menschen skizziert, dann aber, wie sie eine handwerkliche Tätigkeit ausführen. Niemals jedoch wurden Handwerker abgebildet, die mit verschränkten Armen rauchend hinter dem Blasebalg sitzen. Gäste, spielende Kinder, ein gemeinsames Mittagessen neben der Werkzeugkiste oder die Jacke des Handwerkers an der Wand. Von Unes Zeichnungen lernte ich, die handwerkliche Arbeit als soziale Praxis zu sehen. Ich begann, als ich dieses Bild gesehen habe, das war wirklich der Schlüsselmoment, da begann ich zu begreifen, dass nicht nur die Werkzeuge und Werkstoffe zum Handwerk gehörten, sondern eben auch der Grüntee niemals fehlen durfte und eben auch die Zigarette bei der Arbeit und die Gesellschaft von Kundinnen und Kunden und Familienmitgliedern und Nachbarinnen und Nachbarn. Ich beschreibe in meiner Dissertation also, wie die Unterhaltungen mit den Werkstattgästen, die Scherze um die spielenden Kinder mit den handwerklichen Praktiken verwoben sind. Technische Handgriffe gehen fließend über in die Bedienung eines Handys oder Radios. Der Tee kocht auf der Esse, in dem gleichzeitig das Eisen erhitzt wird. Die Tochter kommt, schärft das Messer mit einer Feile, um das Fleisch für das Mittagessen schneiden zu können. Und diese vollständige Vermischung von handwerklichen Praktiken mit dem Familienalltag bewirkt, dass viele Inadan sich selbst in essentialistischer Weise mit dem Handwerk identifizieren. Eine gemeinsame handwerkliche Praxis bedeutet jedoch nicht, dass alle das Gleiche lernen und können. Dass die Inadan, obgleich sie eine endogame Berufsgruppe bilden, keineswegs eine homogene Gruppe sind, ist eine letzte These aus meiner Dissertation, die nicht die eine, aber die letzte, die ich Ihnen heute an diesem Abend noch vorstellen möchte. Während der 6 Monate, die ich in Timia verbrachte, traf ich jeden Morgen Ilias in seiner Werkstatt am Amboss sitzend an, so wie er auch hier gemalt wurde. Zum Beginn meiner Forschung hatte auch ich ein Bild von den Handwerkern, nachdem sie ihr Leben lang in der Dorfschmiede verbringen würden, Tag aus, Tag ein. Als Kinder wachsen sie hier auf, lernen von ihrem Vater oder ihrer Mutter, übernehmen irgendwann die Kunden und Kundinnen ihrer Eltern und die Werkstatt und ja. Und ich war wirklich überrascht, als mir nach vielen Monaten Forschung Ilias eines Tages von seinen vielen Reisen erzählte. Als Junggeselle zog er gemeinsam mit Cousins nach Zender und Maravi, also wirklich durch das Land bis nach Kano in Nigeria, wo er Kamelsattelherstellung lernte und dann auch ausübte und Kamelsattel verkaufte. Er unternahm außerdem Reisen weiter in den Norden zu anderen Verwandten und tauschte mit ihnen handwerkliche Kenntnisse aus. Daraufhin begann ich biografische Interviews mit alten Handwerkern zu führen und erfuhr, dass sie alle als junge Männer unterwegs waren. Ich habe sie alle immer in diesen Werkstätten nur angetroffen und dachte, ja, da sitzen die schon ihr Leben lang. Aber dann in diesen Interviews habe ich erfahren, dass sie alle als junge Männer oder auch später noch, als sie verheiratet waren, unterwegs waren und ihre handwerklichen Kenntnisse bei anderen Verwandten erweitert haben. Genau, handwerkliches Können ist also kein fester Wissensbestand, der linear von den Eltern an die Kinder weitergegeben wird. Jede Handwerkerin und jeder Handwerker eignet sich im Laufe ihres und seines Lebens ein individuelles Repertoire handwerklicher Praktiken an.
Und die Praktiken ändern sich mit den Dingen und den Menschen, so wie sie sich auf ihren Reisen begegnen und austauschen. Ja, vielen Dank. Thank you.